er nicht noch geschrieben, dass er den dämlichen Griff repariert hat? Nee, aber irgendwann schreibt er noch, dass er den dämlichen Griff repariert hat. Weil jetzt kann ich nämlich, könnte ich abkürzen, indem ich da lang gehe und nicht ganz oben rum renne, weil oben rum müsste ich nochmal durch den Raum mit diesen zwei Zombies, die ich eigentlich immer ganz gut umrenne. Allerdings wäre sich. Ah, oben rum, doch. Wir gehen oben rum. Gucken wir mal, ob wir den Schlüssel noch irgendwo einsetzen können. Hier zum Beispiel. Ja, sehr schön. Rüstungsschlüssel. Megax meint, ja, so ähnlich bis 1080p ist es Kack-Kodierer. Ach so. Ah, oh, dann dauert das Streaming ja immer, das Rendern ja immer richtig lang, oder? Das ist doch rotes Kraut. Bevor ich die ganzen Räume dort betrete, tue ich jetzt gerade mal alles ablegen. Weil, ich guck mal, was wir brauchen, was ich noch ablegen kann. Ob wir noch was brauchen, weil da liegt jetzt so viel Zeichen, wir können aber nichts mitholen. Das typische Resident Evil Problem. Farbband. Boah, also speichern können wir en masse. Grünes Kraut liegt hier. Okay, wir können aber nicht mehr tragen. Heilzeug, Farbband, grünes Kraut. Okay. Gucken wir nochmal in den Raum nebendran. Oh, die Musik ist saugeil, gerade in den Räumen. Dann geht's bei dir aber immer noch schnell, wenn das genauso lang wie der Stream war. Wenn ich bei Magix 4K rendern würde, ey, ich glaube, ich würde das Doppelte an der Zeit brauchen. Oh, Barry, was geht? Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das unausweichlich nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Alter, was sind das für Zahlen, ey? Ja, Megax, dein PC ist ja auch Ultron. Ich meine, meiner ist nicht schlecht, aber deiner ist Ultron. Age of Ultron. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Oh, ich bin voll mit allem. Ich kann nichts tragen. Angelhaken, da haben wir noch... Das Aquarium riecht, als hätte etwas darin gelebt. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Das sieht schon krank aus. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ich brauche auf jeden Fall Platz jetzt in meiner Objektkuhle. Ein Schalter drücken, nein. Mehr mal Platz bei uns in den Objekten. Oh, die Musik war gerade voll creepy. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh, ich streame schon so lange, ey. Brutal. Normal hätte ich das Spiel schon durch. Stell ich mich halt aber auch dran. Ne, 3 Stunden kann man schaffen. Jetzt streame ich schon 3 Stunden. Oder halb 10, halb 11. Halb 11, halb 12, Alter, ich stream schon 3 Stunden, fast gauke immer noch im Herrenhaus rum.
Das darf man keinem erzählen. Das darf man keinem erzählen. Ich mache mal jetzt mal schön Platz da im Inventar. Du kommst jetzt einmal weg. Wir gehen gleich wieder ins Inventar, zur Kiste zurück, damit ich da oben alles aufheben kann. Und das auf jeden Fall, Lisa Laladi. Ich will mal Lisa sagen. Oder Schatz. Laladi Finway. Jawohl, Beutel, mach das. Lass das schmecken. Geh mal in eine Fluppe. Ali, bis gleich. Ja, die Arbeit wird auf jeden Fall immer unterschätzt. Man sagt immer so, oh, man nimmt mal kurz auf und dann, ich sage immer, man hat noch mindestens genauso lange Arbeit, wie man gezockt hat. Mindestens. Und da ist noch der Upload, die Uploadzeit und dann muss man sich noch Thumbs ausdenken und Thumbs machen. Nein, man braucht sogar länger. Ich würde sogar drauf tippen, dass man länger braucht, wie man gezockt hat. Ne, Angelhaken nehmen wir mal nicht mit. Irgendein Vieh erwacht doch dort gleich zum Leben. Das weiß ich doch. Darunter ist ein Schalter drücken? Nein. Diverse Angelhaken. Den Schalter ist gedrückt. Ah, jetzt wird das dämliche Insekt wach. Aua! Bleib mal vom Leib. Okay, jetzt hat es Gott sei Dank nicht viel abgezogen. Bitte hat nicht alles in dem Raum. Och Gott sei Dank, ich muss nicht immer zurück zum Killer-Insekten. Habe ich als Kind arg geliebt. Da gab es doch so Filme mit Killerbienen und so. Habe ich geguckt, oh, wo sie das ganze Haus besetzen. Der Bi-Simulator. Das war auch irgendwie ein geiles Spiel. Aber so uralte, die Filme mit den Killerbienen jetzt zum Beispiel, da bin ich gerade so, die haben ich geliebt als Kind. So richtig schlecht gemachte Filme, aber die waren, ich hatte richtig Angst davor gehabt. Oder die Vögel. Bi-Simulator war ein richtig nices Game. Das hat ja der Beutel schön gemacht. Und die Jungs von, oder Jungs und Mädels von der Chunky Monkeys. Alle vertreten bei uns auf der deutschen YouTube-Szene-Seite bei Facebook. Also ein Reinschauen lohnt sich. Weil die Let's Player, wo da mitmachen, die haben aber was drauf. Und mich haben sie so mitgeschleppt ein bisschen. So, zack, 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 zack. Jetzt haben wir das Mondwappen, das Windwappen. Das Mondwappen. Das ist schon mal gut. Da haben wir das Windwappen. Das brauchen wir, glaube ich, neu für die Türen zu öffnen, für den zweiten Herrenhausbereich. In dieses Gästehaus. Das können wir nochmal an die Kiste und dann holen wir uns die Mondscheinsonate raus und dann machen wir das doch weiter, gerade wie gehabt. Versuchen wir dann, die Mondscheinsonate zu spielen.
auf dem Klavier. Und dann komm mach jetzt endlich mal klavisch voran und wir nach bald das Gebäude wechseln. Fahrbahn. Sollen wir noch einmal speichern? Wir speichern, nachdem ich hier alles aufgefüllt habe. Das braucht man noch nicht. Stecke mal weg. Das behalten wir noch erst. Erste Hilfsspray behalten wir so. Das kombinieren wir mit einem roten. Ich habe früher mal die Kisten sortiert, aber das spare ich mir halt erstmal. Und dann brauchen wir noch. Das wäre eigentlich gar nicht verkehrt, weil jetzt suche ich immer hier alles. Gewehrmunition. Gewehrgranatenwerfer. Was brauchen wir dann jetzt alles? Jetzt müssen wir dann in den Raum zurück, wo die Zombies. Ne, die haben wir verbrannt. Da müssen wir auch gar nicht zurück. Ah, die Mondscheinsonate, das wollten wir machen. Schon vor 10 Sekunden gesagt, aber ist halt so typisch, dass man das dann nochmal entfällt. Kombinieren, einmal speichern, dann legen wir das Farbband wieder weg und dann geht's weiter. Dann gehen wir jetzt Klavier spielen. Das stimmt, ja, den haben wir uns ja reingezogen beim Beutel, der B-Simulator. Soll was, Laladi soll was für dich haben, von Stella. Ah, von Stella an Laladi, okay, das geht mich nichts an. Speichern. Die Biene muss ich hinhängen, wo der Schalter ist. Steht die dann nicht auf? Beziehungsweise, ja doch, aber die gibt immer wach, die Biene, ne? Das kann man nicht verhindern, glaube ich. Aber wie gesagt, die kann man ja schnell umrennen und dann raus aus dem Raum und dann nie wieder rein. So, wir haben gespeichert. Jetzt gehen wir Klavier spielen. Den Schlüssel habe ich nicht dabei. Den wollte ich nochmal mitholen. Den Schlüssel, den hätte ich fast vergessen. Das hätte mich jetzt oben in dem Raum nochmal geärgert. Da können wir den Zombie nochmal umrennen und versuchen dann direkt in den Raum rein zu huschen. Falls das der richtige Schlüssel für den Raum ist. Wenn nicht, haben wir nochmal unnötig... Wo ist er? Rüstungsschlüssel. Weil ich will die Zombies... Ich weigere mich, die da oben umzulehnen. Die kann man schön umlarven. Das weiß ich noch von früheren Spieldurchgängen. Ja, du, ich habe dann das gemacht, was der Megax mir als Tipp gegeben hat mit der Biene. Ja, das stimmt. Aber ich hab's erst gemacht und dann gelesen. Jetzt, so, jetzt müssen wir noch Zombies umrennen. Puh, oh, komm, da hast du jetzt 3, 4 Mal geschafft. Wirst du nochmal schaffen. Shit! Ja, beiß da mal ein schönes Stück von mir ab. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja. Und abrinde damit. No, man ist immer direkt so angeschlagen. Aber ich habe genug Heilung. Ich habe genug Heilung. Heilung ist wichtiger wie Munition. Die Zombies sind nämlich neuer weg. Nächstes Rätsel. Oh, hier kriege ich gerade den Schildschlüssel. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Bestätigen? Nein. In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. Okay, ich muss sie dort zurückschieben. An die eine bestimmte Reihenfolge. Schild. Schwert zuletzt. Schild zuerst. Ich kann das andere nicht sehen. Zuerst Schild. Ah, das ist das. Das Rätsel. Okay, wenn das... Und dann Schwert. Ah, Schild und Schwert ist zusammen. Und dann probieren wir mal mit der Axt. Probieren wir es einfach mal so. Nein! Nein! Verflixt nochmal! Ah, warte doch. Jetzt so. Und dann ist Schild drin und dann geht das Schwert auch nochmal rein. Verdammte Hacke, bleib drin.
So, und jetzt das Schild. Und dann kann man den Schalter drücken, ohne dass wir sterben. Ich bin wieder da, ihr Saftsäcke. So geiler Typ. Irgendwann, mein Guter. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Jetzt können wir drücken. Warum drückst du nicht, schreibt der Megax einfach. Ja, das hätte ich ja gehabt. Verdammte Hacke. Bleibst du bald da drin, Ritter des Todes? Wer über die Brücke des Todes will gehen, der muss dreimal Rede und Antwort stehen. Dann darf er die andere Seite sehen. Schmuckkasten mitnehmen, ja. Ah, müssen wir hier die Wappen hinsetzen? Oder was ist... Ah, das sind ein paar Schalter. Anscheinend sind sie gescheitert. Ah, okay. Mond, Sonne, Mond, Sterne? Karo? Emo? Zweimo? Ah, okay. Jetzt erstehen. Nein! Verdammt, Entschuldigung. Egal! Verflucht nochmal. So. Das dauert mal vorhin. Jetzt machen wir uns erstehen. Ach, komm schon! Was bist denn du für ein Kackkästchen? Ah, jetzt geht's an. Ah, wir brauchen nur das Herz. Okay, da haben wir die Maske, die Todesmaske. Oh, ich bin schon auf Vorsicht. Dämlicher Zombie da oben. So, wenigstens. Wir haben jetzt wenigstens haben wir hier, denn den Flügelbereich haben wir fast leer. Da braucht man Helmschlüssel, da braucht man Schildschlüssel rechts. Unten. Dann brauchen wir. Wir haben jetzt gar keinen Schlüssel mehr. Das heißt, wir müssen die Masken suchen. Wir haben drei Stück. Ja, wir haben drei Masken. Spiel die Mondscheinsonate. Dann kriegen wir die vierte Maske und dann, Oh, mich kriegt der Zombie mich da jetzt nicht. Der steht nämlich richtig asozial und ich habe keine Verteidigungsobjekte mehr. Direkt rennen. Ja, Mann! Dich haben wir das letzte Mal gesehen für das Spiel, da. Renn ich richtig? Hol doch die Karte raus, Mensch! Ich muss die Mondscheinsonate spielen. Brauch die Kiste. Ne, die hätte ich dabei. Ich muss geradeaus, ich muss so runter. Runter, rechts. Runter und rechts muss ich. Gut, alles klar. Die Mondscheinsonate habe ich dabei. Wunderbar. Klappt hier mal was. Ey, das mit der Gamescom wäre ja mal eine geile Idee. Wann ist, ich habe aber kein Tickets. Wann ist denn die? Sagen wir mal eher mal so, wann ist denn die? Nicht, dass die zufällig dann in meinen Urlaub fällt oder sonst was. Das wäre aber eine geile Idee. Auf der Gamescom zusammen auftauchen. Ups, jetzt einen Schluck auf. Auftauchen. Ah, ne, ich muss hier runter. Ich brauche ja gar nicht hier oben. Das wäre eine geile Idee. Ah, die gibt es erst ab 3. März. Ist im August. Oh, wann im August? Ich habe im August nur eine Woche Urlaub. Die 3. Augustwoche, glaube ich. Könnt man einrichten. Könnt man tatsächlich einrichten. Wäre geil. Das wäre richtig nice. Alter. Geil. Das wäre richtig nice. Oh, mein Facecam geht. Weil hier steht, eigentlich kann man den Nebel gerade schon wieder hier schneiden von dem ganzen Shisha-Qualm. 25. August. Samstag, 29. August. Warte mal, was kurz, was? 25. August bis Samstags.
Ich werfe mal kurz einen Blick in meinen Terminkalender. Ja, nicht September. Das ist tatsächlich in der Woche, wo ich Urlaub habe. Also, ist eine Option. Ich muss das natürlich vorher alles mit meiner Frau besprechen. Aber wir wollten sowieso schon immer mal auf die Games kommen. Das wäre aber eine geile Aktion. Oh! 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 Ich hab dem gar nicht mehr um den Schirm gehabt. Oh Gott. Boah. Boah, fuck. Oh fuck, bin ich erschrocken. Und ich habe keine Heilung dabei. Boah, fuck, ich hab mir beinahe in die Hose gemacht. Oh, leck. Ein kostenspieliger Flügel, okay. Boah, fuck. Dann haben wir ein Date. Nimm Lisa mit. Natürlich nehme ich Lisa mit. Ah. Ey, geil. Machen wir. Heute machen wir uns ein Datum aus, wann wir dann uns dahin tatsächlich treffen wollen, wenn die ein paar Tage geht. Und dann machen wir das. Wir können ja auch verlangen als YouTuber, dass wir vorher hinkommen. So quasi als Special Guests. Da laufen wir auf. Ja, Mann. Ja, wir sind's tatsächlich. Dankeschön. Mild. Ich gerade nämlich übelst. Oh, bin ich aber einfach erschrocken. Ja, danke. Das wäre saugeil. Okay. Ja, auf jeden Fall. Dann Ali. Dann Gamescom. Der Pianist. Jetzt live auf Twitch. Ja, vielleicht kriege ich Jana auch noch überredet. Das wäre natürlich mega, ey. Ah, das wäre mega, wenn wir uns alle gar mal treffen würden, ey. Das wäre richtig. Das wäre Megax. Hahaha. Den Hanna. Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seitdem ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt macht es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. Wie konnte ich so unachtsam sein? Wie habe ich mein liebstes Feuerzeug verloren? Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinnte mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgeben. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Nur Babysitter irgendwie versuchen zu klären. Jawohl, Schwiegereltern. Ja, wir müssen dann angucken, das kriegen wir hin. Meine Eltern sind ja in Rente, die haben Zeit. Der war flach, aber danke, mein Name hat endlich Bedeutung. Das ist ja voll Megax. Echt Megax hier.
Oh nee, bitte, das kann ich das nie wieder im Normal ausschwätzen. Danke, jetzt habe ich mal selbst schon eingelegt. So, und dann setzen wir jetzt dieses Wappen in. Oh, geil, ich habe mal was mitgenommen, was nützlich ist. Endlich was Nützliches mitgebracht. So, jetzt steht immer noch draußen der Rote. Kann ich jetzt hier in dem Raum alles? Ich will hier nie wieder zurück. Okay. So, jetzt renne ich. Jetzt kommt der Rote und dann muss ich runterrennen. Bringt mir nichts. Kacke, verfluchte Kacke. Der lädt mich jetzt um. Ich habe nur Pistole. Ich habe nur Pistole. Aber jetzt habe ich alle vier Masken. Ich muss zur Kiste. Und zur Kiste komme ich da nicht lang. Ich muss oben rum. Ich muss oben rum, weil in dem Raum da, mit dem, wo aussieht wie ein F, da lauern Zombies. Unter mir lauert der Rote. Ich muss jetzt ganz schnell. Oh, ich muss da irgendwie durchkommen. Oh, fuck. Das so wird jetzt böse. Der erwischt mich. Emo erwischt er mich auf jeden Fall. Er hat mich nicht erwischt! Geh durch die Tür!